Ja, letztes Mal ging es um diesen Mastfuß, um den Antennenmasthalter für Portabelbetrieb. Und dieses Mal geht es logischerweise um einen Mast, um einen Antennenmast, den man auch portabel aufbauen kann. Mehr dazu nach dem Intro. Ich bin Michael, DL2YMR, und ich produziere hier Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Ja, und was haben wir da für einen Antennenmast? Natürlich den guten Antennenmast von Spiderbeam. Dieser 12 Meter HD Antennenmast wurde mir freundlicherweise von der Firma Spiderbeam für dieses Video zur Verfügung gestellt. Die Spiderbeam-Masten zeichnen sich durch eine sehr hohe Qualität aus. Sie sind aus Fiberglas gefertigt, mehrfach gewickelt und besonders verstärkt. Das macht sie natürlich für den Einsatz, gerade im Amateurfunkbereich, vielleicht sogar für kleinere Yagis im UKW-Bereich, einsatzfähig und verwendbar. Ja, der Mast hat eine Höhe von 12 Metern und was besonders gut ist, ist die Wandstärke. Wir haben also bei dem Mast hier eine Wandstärke bei dem unteren Element von, ich muss es ablesen, 2 Millimeter. Und das obere Element, was hier wirklich noch einen Durchmesser von 8 Millimetern hat, haben wir eine Wandstärke von 1,4 Millimeter, was auch noch eine gewisse Stabilität bringt. Und dort oben in der Höhe kann man halt auch noch Antennen anbringen. Nicht wie bei vielen anderen Masten, wo das obere Element nur noch wie so eine Reitgerte ist. Also das ist nur noch so ein Wabbelding. Da kann man ja nichts mehr mit tun. Also diesen Mast kann man wirklich bis auf eine Höhe von 12 Metern auch tatsächlich nutzen. Ja, dieser Mast ist aus Fiberglas gefertigt und Fiberglas hat keinerlei elektronische Eigenschaften, sodass der auch keinen Einfluss auf eure Abstrahlung oder Abstrahlcharakteristik der Antenne nimmt, wie das bei vielen anderen Masten durchaus der Fall sein könnte, wenn leitende Materialien mit verwendet wurden. Das ist hier nicht der Fall, den könnt ihr problemlos verwenden und einsetzen. Und die Höhe, auch da ist er im Vorteil gegenüber vielen anderen Masten am Markt. Die liegen in der Regel bei 10 Metern. Ja, dieser Mast hat eine ausgefahrene Länge von 12 Metern. Das finde ich ist wirklich eine gute Höhe und vor allem, wie eben schon gesagt, kann man auch das obere Element wirklich noch mitbenutzen. Da kann man Draht dranhängen oder eventuell sogar eine HW9CV für 70 Zentimeter oder sowas oder 23. Das wird sicherlich auch gut funktionieren. Ja, es sind 12 Elemente hier verbaut. Das zeige ich dir gleich noch. Und ja, der Mast hat eine eingefahrene Länge von 1,18 Meter. Also 1,18 Meter braucht ihr Platz, wenn ihr das Ding transportieren wollt, und eine ausgefahrene Höhe von 12 Metern. Ja, wie das im Einzelnen funktioniert, zeige ich dir gleich noch. Ich habe hier mal zwei Elemente rausgenommen, die oberen beiden Elemente vom Mast. Und wie man hier sieht, ist dieses Element an einer Seite etwas aufgeraut. Und wenn ich die jetzt zusammenschiebe, also ineinander schiebe, dann ziehe ich ja, wenn ich den Mast aufbaue, das oberste Element hier raus. Und diese raue Fläche, die überlappt sich hier drin. Und dadurch hält das einfach dadurch, dass ich den Mast hier einmal auseinanderziehe und etwas fixiere, etwas döller auseinanderziehe. Und dann bleibt das in sich schon stabil. Also so sieht das dann aus. Und wenn man den Mast wieder zusammenschieben möchte, dann muss man mit etwas Kraftaufwand das Ganze rausschieben aus dieser rauen Oberfläche und man kann den Mast wieder zusammenfahren. Also ein gutes System und ja, das geht blitzschnell. Also ich kann den Mast binnen Minuten aufbauen und bin damit also sehr, sehr schnell QRV. Ja, ihr könnt
die Spider-Beam-Masten im Onlineshop bei Spider-Beam bestellen. Es gibt dort verschiedene Längen, verschiedene Ausführungen. Das geht von 7 Meter über 10 Meter, 12 Meter, den Mast, den wir hier eben hatten, auch als HD-Ausführung mit Schellen, mit Ösen oben noch an dem obersten Element, wo man Antennen befestigen kann oder Drähte befestigen kann, geht es weiter auf 18 Meter und dann kommen 22 Meter und 26 Meter. Also ein 26 Meter Fiberglasmast. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist schon eine richtige Höhe. Und da kann man dann zum Beispiel 160 Meter Antennen drauf aufbauen und so weiter. Also eine wirklich gute Investition, wenn du portabel QRV bist oder auch im Garten einfach mal eine Antenne aufbauen möchtest oder sogar mit dem HD-Mast, mit dem 12 Meter HD-Mast eine Antenne permanent aufbauen möchtest. Das kann man machen, der ist also wirklich robust und man kann diese Elemente auch noch sichern mit entsprechenden Gummischellen, die kann man dazu kaufen und auch eine Abspannvorrichtung kann man dazu kaufen, sodass das alles relativ sicher auch aufzubauen ist. Also wenn du sowas haben möchtest, guck dir das mal an beim Spider-Beam. Die Masten sind sehr zu empfehlen, weil sie eben diese Robustheit haben und auch von Funkamateuren gemacht wurden und für Funkamateure letztendlich auch bestimmt sind. Und da ist das entsprechende Know-how dann auch reingeflossen. Ja, das soll es für heute erstmal wieder gewesen sein. Und wenn dir das Video hier wieder gefallen hat, dann gib mir doch bitte einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, wenn du eine Information bekommen möchtest, wenn es hier auf deinem AFU-Channel wieder etwas Neues gibt.